Gerd Lautenschläger ist der Rasenguru aus Luckenwalde, Platzwart aus Leidenschaft und so gut, dass ihn sich jetzt sogar Union Berlin ausborgt. Er und auch Matthias Strauß sorgen dafür, dass heute gespielt werden kann. Dankeschön. Luckenwalde in Gelb und Blau erwischt Meuselwitz aber erstmal ziemlich kalt. Klasse Kombination und am Ende der Kette ist es Flatz. Das 1:0 für den FSV. Meuselwitz schwindelig gespielt. Nur ein Punkt aus den letzten 5 Partien, jetzt schon wieder hinten. Es hakt bei den Webermannen, die sich aber um eine schnelle Antwort bemühen. Und nur 4 Minuten später überreicht FSV-Keeper Nicolas Tix dem ZFC das Silbertablett. Nutznießer ist Andi Trübenbach, bereits beim 3:1 im Hinspiel, doppelt für den ZFC erfolgreich. Damals hatte er es aber nicht so einfach. Gutes kämpferisches Niveau auf beiden Seiten, dann Ecke ZFC und Amar Kadric, der hat einen Geistesblitz. In bester Mario Basler Manier zwirbelt er die Ecke in Minute 30 direkt rein. Die Zipsendorfer drehen die Partie erst mit Glück und dann mit Wind und Können. Zweite Hälfte, den Zuschauern wird wahrlich kein schlechtes Spiel geboten und vor allem ein ganz enges. Freistoß FSV, Kopfball Rankic, aber Flatz, sensationell und die Latte retten für den ZFC. Meuselwitz im Glück lauert auf den einen Moment und der kommt. Luckenwalde vertändelt den Ball, Miatka hat sofort Drübenbach im Blick und der Torjäger, nervenstark, macht das 3:1 nach 73 Minuten. Und er macht's wie im Hinspiel, schon wieder doppelt. Das Ergebnis ist allerdings klarer als das Spiel. Meuselwitz hat heute aber einfach auch das Abschlussglück. Und in einem wirklich kurzweiligen Spiel auch das letzte Wort. Der eingewechselte Stenzel sorgt für das i-Tüpfelchen. Das zweite Zipsendorfer Traumtor an diesem Tag. 4:1. Der ZFC jubelt und atmet kräftig auf. Ein Glück, dass heute gespielt werden konnte. Wie bereits im Hinspiel beendet Meuselwitz gegen Luckenwalde seine Talfahrt und klettert nebenbei auch noch am FSV vorbei auf einen sicheren Nicht-Abstiegsplatz.